Hallo, wie ihr wahrscheinlich wisst, ja, oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ich bin Alex vom YouTube-Kanal, warum Linux besser ist. Am 17. März 2016 hat auf der CeBIT in Hannover Klaus Knopper im Open Source Forum einen Vortrag gehalten zum Thema Knoppix auf dem Raspberry Pi 2. Knoppix ist ein von Klaus Knopper entwickeltes GNU-Linux-Betriebssystem, was speziell dafür gemacht wurde, um es out of the box ohne vorherige Installation auf möglichst vielen Hardwaregeräten und Computern verwenden zu können. Selbstverständlich sind auf diesem heruntergeladenen Image auch schon einige Programme vorinstalliert mit dabei. Der Raspberry Pi ist ein kleiner Ein-Platinen-Computer, so in der Größe einer Zigarettenschachtel, den man zwischenzeitlich für unter 40 Euro als Neugerät kaufen kann. Und wie man dieses GNU-Linux-Betriebssystem Knoppix nun auf diesem Ein-Platinen-Computer verwenden kann, darüber spricht Klaus Knopper in seinem Vortrag. Dann gibt es noch ein kleines Rennen in diesem Video zwischen Knoppix und einem Gentoo Linux auf demselben Raspberry Pi in der Startgeschwindigkeit. Wer schneller bootet? Knoppix Linux oder Gentoo Linux? Mal schauen, wer das Rennen macht. Das Ergebnis siehst du am Ende dieses Videos. Ich bereite das alles kurz vor und dann zum eigentlichen Video. Wer kann ein System für Raspberry Pi bauen, was am schnellsten bootet? Und das war für mich auch Motivation, über das Thema Knoppix auf dem Raspberry Pi nachzudenken, wie man die Knoppix-typischen Erweiterungen, also das komprimierte Filesystem, die komprimierte RAM-Disk und so weiter, dort auch portieren kann. Bei dem Wettbewerb geht es einfach nur darum, wer am schnellsten im Desktop landet nach dem Hochfahren. Und das machen wir dann so gegen Schluss des Vortrags. Ich gebe mir Mühe, dass es mit der Theorie nicht zu lange dauert. Ja, Knoppix dürften die meisten kennen, also ein Live-System mit automatischer Hardware-Erkennung. Das soll alle Geräte, alle Boards, alle Monitore, Grafikkarten automatisch erkennen und konfigurieren. Das Raspberry Pi ist wahrscheinlich der derzeit beliebteste Minicomputer. Stromverbrauch kleiner als 3 Watt, bei immer noch akzeptabler Leistung und einem Multimedia-optimierten Chipsatz. Und die Idee bei Knoppix auf ARM-Architekturen, ja, wenn man davon ausgeht, es klappt bei normalen PCs gut, warum macht man nicht ein Knoppix, was auf Smartphones läuft, auf Tablets, auf, naja, überall, wo halt so ARM-Prozessoren drin sind? Die Idee liegt eigentlich nahe, denn es gibt ja auch sowas CyanogenMod für alle Architekturen. Das Problem, das geht gar nicht. Ja, damit wäre der Vortrag jetzt fast schon vorbei. Das Problem ist, die ARM-Architektur unterstützt keine Hardware-Erkennung. Das heißt, der Kernel muss wissen, welches Gerät an welcher Adresse liegt im Speicher, welche Treiber wohin zugreifen können. Es gibt nicht sowas wie ein PCI-Bus, wo diese Adressen auslesbar sind. Das heißt, Hardware-Erkennung fällt komplett aus. Und damit ist eins der Kernfeatures von Knoppix, die Hardware-Erkennung, für das Raspberry Pi und die anderen ARM-Geräte gar nicht brauchbar. Ja, außerdem ist jedes ARM-Board unterschiedlich, deswegen gibt es auch dieses Open Source Android CyanogenMod für N plus 1 Architekturen, Tablets, Smartphones und so weiter. Jedes einen eigenen Kernel, jedes eine eigene Softwareausstattung. Da müssen sich die Entwickler also wirklich viel, viel Arbeit machen, um für jedes einzelne Gerät die entsprechenden Datenstrukturen zu produzieren. Ja, also für jede Hardware eigener Kernel und eigene Module. Wenn man sich jetzt auf das Raspberry Pi beschränkt und sagt, ich will gar nicht so weit gehen, dass Knoppix auf jedem Gerät laufen soll, sondern ich konzentriere mich eben auf diesen Minicomputer, dann geht es aber doch, denn dort sind die Hardwareadressen zwischen den einzelnen Revisionen relativ konstant. Auch der Raspberry Pi 3, der jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen ist, hat die praktisch gleiche Hardware plus eine Wi-Fi-Karte und einen Bluetooth-Adapter drauf. Der Kernel kann auch 64-Bit, aber man kann ein Raspberry Pi 3-System immer noch so gestalten, dass es auf Raspberry Pi 2 und 1 läuft, wenn man diese erweiterten Features wie 64-Bit einfach nicht standardmäßig nutzt. Also Idee, eine Art Knoppigurator, der aus einem Debian-System für Raspberry Pi ein Knoppix macht.
Gemeinsamkeit mit Knoppix, das Raspberry Pi startet ohnehin standardmäßig von der SD-Karte und Knoppix läuft ja auch besonders gut von USB-Stick, also da haben wir schon mal etwas gemeinsam. Ja, Übersicht über die einzelnen Raspberry Pi Modelle, ich denke die meisten von Ihnen werden die kennen. Seit dem Raspberry Pi 2 ist es ein richtig flotter Computer geworden, Quad-Core und 1 GB RAM. Und der Raspberry Pi 3, wie gesagt, hat noch Wi-Fi und Bluetooth dazu und die CPU spricht 64-Bit. Ansonsten sieht es ähnlich aus und läuft auch mit der gleichen Kernel-Konfiguration. Ja, es gibt ja halt bereits viele, viele Images, also die dringende Notwendigkeit, sowas wie Knoppix für Raspberry Pi zu machen, besteht ja durchaus nicht. Raspbian ist wahrscheinlich das bekannteste und die häufigste Basis für eigene Derivate. OpenELEC als Multimedia-Distribution, RaspBMC, ich glaube, das wird nicht mehr weiterentwickelt für die neueren Raspberries, und der Ubuntu Mate Desktop, und wie ich jetzt halt seit kurzem weiß, Gentoo gibt es auch für den Raspberry Pi, auch wenn es nicht direkt auf der Raspberry Pi Homepage steht. Also, da Knoppix auf Intel AMD auf Debian basiert, bin ich davon ausgegangen, ich mache das wieder und passe das Debian für Raspberry Pi entsprechend an. So, das können wir überspringen. Zugang zum Raspberry Pi, das brauchen wir jetzt. Ja, das Raspberry Pi, das hat ja diesen HDMI-Ausgang, damit könnte man es an Beamer oder Monitor anschließen. Manchmal kommt er aber gar nicht so weit, dass man Grafik sieht und dann fragt man sich, was habe ich verkehrt gemacht, Kernel falsch kompiliert, ich habe einen Treiber kaputt. Er kommt aber nicht in den Zustand, dass er mir das anzeigt, denn den Textmodus, den Sie vom PC kennen, dass irgendwelche Schriften und Fehlermeldungen anscheinend, den gibt es bei dieser Architektur nicht. Das heißt, man muss tatsächlich erst auf Grafik umschalten, um dann Text als Grafik auszugeben. Ansonsten hat man keine Chance, über den HDMI-Anschluss irgendwelche Fehlermeldungen zu sehen. Das macht es schwer, da habe ich auch teilweise ein paar Tage dran gehangen, weil Fehler nicht immer sichtbar waren. Andere Methode ist, man nimmt ein dreiadriges Kabel, manche haben auch vier, gibt es für 2,50 Euro bis 10 Euro bei verschiedenen Elektronikanbietern und konnektiert das mit dem Raspberry Pi. Die Reihenfolge weiß man irgendwo auswendig, schwarz, weiß, grün, an den dritten, vierten und fünften Pin. So. Ja, ist jetzt konnektiert. Und dann starten Sie eigentlich ein beliebiges Terminal-Adapter-Programm. Was ich ganz gerne nehme, ist Scream, weil das bei jeder Linux-Distribution dabei ist. Minicom geht auch, oder PuTTY für Linux, auch auf der aktuellen Knoppix mit integriert. Das Raspberry Pi macht standardmäßig eine Geschwindigkeit von 115.200 Baud auf der USB-Schnittstelle, die heißt jetzt bei mir TTY USB 1. Ja, noch sieht man nichts, weil es nicht gestartet hat, aber über diese seriellen Anschlüsse wird man dann, wenn es hochfährt, auch etwas sehen. Ich starte es jetzt aber noch nicht, denn wir wollen es ja spannend bis zum Schluss machen, sondern erzähle erstmal ein bisschen weiter, was man denn da so alles knoppifizieren kann. So, das können wir alles überspringen. Software, Auswahl und Konfiguration anpassen, genau. Ja, das ist das Erste, worüber man sich Gedanken macht. Fange ich mit einem Minimalsystem an oder mit einem System, was schon relativ groß ist, wie das Raspbian, wo OpenOffice dabei ist, Firefox und diese ganzen Killer-Applikationen, Java, Smalltalk, Scratch und Lern- und Spielprogramme. Ich habe mich tatsächlich für die Maximalversion entschieden, die es auch bei der Raspberry Pi Foundation zum Runterladen gibt. Ist vielleicht auch deswegen etwas schwieriger gewesen, ein System, das so umfangreich ist, dann wieder so zu reduzieren, dass es schnell bootet für den Wettbewerb. Gut, die Knoppix-Optimierung, Hardware-Erkennung kann ich vergessen. Ich kann also einfach die richtige Kernel-Konfiguration für Raspberry Pi nehmen. Inzwischen gibt es ja auch eine Variante, wo man mit beschleunigter Grafik booten kann, sodass so Killer-Applikationen wie Neverball oder Tux Racer auch tatsächlich mit OpenGL auf diesem sehr schmalen Chipsatz funktionieren. Habe ich jetzt für den Wettbewerb aber nicht eingeschaltet, denn dann sieht man am Anfang erstmal gar nichts, bis der Desktop hochgebootet ist. Ja, eine RAM-Disk, miniroot.gz, zum Finden des Boot-Mediums braucht man die zwar nicht, aber aus der RAM-Disk gestartet geht natürlich das Starten weiterer Applikationen sehr schnell, deswegen habe ich dieses Verfahren von Knoppix auch wieder angewandt.
und eine ähnliche REM-Disk eingebaut, mit der man das System dann Schritt für Schritt hochfahren kann. Ja, das ist also eine eher selbstgebastelte Variante und die Skripte von Debian werden umgangen. Um da mal reinzugucken, ist ein ganz kurzes Skript. Für den Wettbewerb ist hier so ein Timer eingebaut. Ich merke mir die Startzeit, wann es losging. Und dann kommen die einzelnen Befehle, um die SD-Karte einzubinden. Hier wird ein komprimiertes Dateisystem gemountet. Dadurch habe ich mir auch erhofft, etwas Zeit zu sparen beim Booten. Leider ist die GZIP-Variante im ARM-Kernel nicht CPU-optimiert. Dadurch ist es tatsächlich langsamer geworden. Deswegen habe ich die für den Test jetzt wieder rausgenommen. Später wird sie aber drin sein und ich werde wahrscheinlich einfach auf ein anderes Kompressionsverfahren umsteigen. Dann kommt das Overlay, ja, also ein Read-Only-Bereich und ein Read-Write-Bereich, der dann über ein Skript zusammengesetzt wird. Ein paar Optimierungen noch, damit er nicht so häufig auf die SD-Karte schreiben muss. Ein Delay beim Speichern von Daten eingebaut. Immer mal wieder die Zeit zwischendrin gemessen, damit man sieht, wie viel Zeit er in den einzelnen Routinen verbracht hat, wie viele Sekunden. Dann wird UDEF gestartet. Ja, das ist so ein bisschen mit Systemd zugegebenermaßen drin, weil der UDEF bei Debian ja inzwischen eine Systemd-Komponente ist. Den Systemd selber als Bootsystem verwende ich aber nicht. Dann kommt die komprimierte RAM-Disk und dann sind wir eigentlich mit dem Hardware-Initialisierungsvorgang fertig und können schon direkt in die Grafik hineinstarten. Ja, das ist also eine der Optimierungen, die ich von Knoppix schon übernommen habe. Ja, File-System-Tuning wegen langsamen Schreib- und Lesevorgehen braucht man bei Flash in der Regel nicht, weil es da keinen Lesekopf gibt. Und das Umgehen des Standard-Boot-Vorgangs, das ist bei mir halt drin. Die Debian-Startskripte werden überhaupt nicht angefasst. Stattdessen haben wir dieses einzige Shell-Skript am Anfang, was alle Dienste startet. Ja, inzwischen hat ja der Raspberry Pi 2 ausreichend Speicher, 1 Gigabyte. Manchmal möchte man aber vielleicht doch was mit 3D Design machen und so, dann reicht der Speicher nicht aus und der ist ja auch nicht aufrüstbar auf dem kleinen Board. Deswegen ist hier noch das Z-RAM mit drin, das ist eine komprimierende RAM-Disk, die kann bis zu das Doppelte des Hauptspeichers zur Verfügung stellen. Immer dann, wenn ihm der Speicher ausgeht, fängt er an, Daten im RAM zu komprimieren und den frei gewordenen Platz dann wieder für neue Programmdaten zu benutzen. Es wird dadurch zwar etwas langsamer, aber wenigstens stürzt er nicht ab. Ja, File-System-Tuning, wie gesagt, braucht man nicht. Ist auch bei SD-Karten und USB-Sticks kontraproduktiv. Ja, dadurch nutzen sie schneller ab. Der Lösungsansatz weniger schreiben. Damit hätte man vielleicht noch mehr Geschwindigkeit rausholen können, aber ich denke mal, du machst das auch nicht. Du schreibst auch direkt auf die SD-Karte drauf. Ja. Mache ich auch. Ja, also ansonsten hätte man sagen können, nur lesen von der SD-Karte, schreiben im RAM, aber ich will auch schon richtig mit dem System arbeiten können. So, ja, und da ist jetzt halt für mich die große Hürde, bei Debian bis zum Erreichen des interaktiven Desktops werden bis zu 1000 Programme gestartet und die meisten davon halt wieder beendet, die dann irgendwelche Konfigurationsdateien schreiben und damit muss ich mich dann halt bei Debian rumschlagen. Bei einem komplett vom Scratch gemachten System wäre das nicht notwendig gewesen. Debian hat halt den Vorteil, dass ich sehr leicht Pakete installieren kann, neue Software installieren kann. Die etc-init-tab, also die Startdatei von Debian, die wird komplett auskommentiert. Stattdessen kommt dann sowas rein. Ja, sehr übersichtlich. Eine Autokonfiguration. Ein Skript zum Anhalten, ein Skript zum Rebooten und ein Skript, um die Grafikoberfläche zu starten. Ja, auch der Systemstart sollte weniger Dienste haben. Ja, wir haben uns geeinigt, wir machen beide Network Manager und wollen in den LXDE Desktop starten. UDEF werden wir beide brauchen, denke ich mal, und den D-Bus als Systembus, damit die Programme untereinander kommunizieren können, ebenfalls. Ja, und das ist dann der Start der Grafikoberfläche. Ab da habe ich es nicht mehr an der Hand. Das ist dann Debian Original und die einzelnen Dienste, die zum LXDE gehören, die werden dann nacheinander oder parallel gestartet. Der Benutzer Knoppix wird grafisch eingeloggt und erhält eine LXDE-Session und kann sich dann im Internet tummeln. Gut, soviel zur Theorie. Da ich angeschlossen bin, boot ich vielleicht schon mal in eine Textkonsole. Wenn du es zeigen willst. Ja. Oder willst du zuerst?
Ich kann ja auch nochmal erzählen, eine Vorlage wie ich rangegangen bin. Ja, selbstverständlich. Natürlich. Bitte, bitte. Also, ich habe zuerst mal eine Frage. Gibt es hier überhaupt Gentoo-User unter Ihnen? Ich vermute mal eher nicht. Sieht nicht so aus. Also, Gentoo ist eine source-basierte Distribution. Das heißt, es ist im Gegensatz zu Debian nicht mit Binärpaketen versorgt, sondern man baut alles selber. Das hat den Vorteil, dass ich beim Booten weitaus mehr Performance erreiche, weil meine Pakete grundsätzlich kleiner sind. Ich kann sie kleiner kompilieren, ich kann Features weglassen, ich habe meinen Kernel auf ein Minimum reduziert, ich kann eben mein ganzes System auf das Minimum anpassen. Was ich jetzt gemacht habe auf dem Raspberry Pi ist, überhaupt erstmal beim Dateisystem anzufangen. Ich habe alle gängigen Dateisysteme, die momentan vom Kernel unterstützt werden, verglichen, habe dann herausgefunden, dass EXT2, das richtig alte EXT2, mir die beste Leistung bietet. So Reiser-FS probiert? Reiser-FS habe ich nicht probiert, weil das nicht im Kernel drin ist. Natürlich ist es im Kernel. Oder war da mal das? Immer noch. Dann habe ich es nicht mehr, aber der Treiber. Ja. Okay. EXT2 hat einen großen Vorteil. Es mountet sehr schnell. Das Mounten hat mit jedem anderen Dateisystem auf dem Raspberry Pi sehr lange gebraucht. Ich habe teilweise 2, 3, 4 Sekunden verloren, nur durchs Mounten. 4 Sekunden klingen jetzt nicht viel, ich habe aber 7 Sekunden, bis das System komplett läuft. Da sind 4 Sekunden eine Ewigkeit. Des Weiteren habe ich den Kernel, wie gesagt, schon minimal kompiliert. Es gab da so ein paar Module, die grundsätzlich Zeit verbraucht haben. Unter anderem der Zufallszahlengenerator. Der braucht etwa eine Sekunde, um sich zu initialisieren beim Booten. Dateisysteme wie ButterFS werden bei mir nicht unterstützt, weil ButterFS, wenn ich es im Kernel habe, automatisch den RAID 6 Treiber mit reinzieht und dieser RAID 6 Treiber versucht bei jedem Start erstmal seine Algorithmen zum Scriping auf den Festplatten zu berechnen und zu testen, welche dann am schnellsten sind. Das kostet mich rund 2 bis 3 Sekunden. Ich habe explizit auf Module verzichtet. Mein Kernel hat keine Module, dadurch spare ich mir den gesamten Code und den Overhead, den ich zum Laden von Modulen brauche. Das gibt mir rund 250 Millisekunden beim Booten und etwa 12 Kilobyte, die ich einspare. Also auf den Ebenen rechne ich schon. Ich habe angefangen, im Nanosekundenbereich auch zu profilen und zu versuchen, noch mehr Leistung rauszuholen. Grundsätzlich setze ich auf Systemd. Ich starte den Desktop genauso wie Klaus auch einfach mit StartX. Wird per Systemd-Service im SysInit-Target, also im allerfrühesten Target, was Systemd unterstützt, gestartet. Bedeutet, Systemd startet und das erste, was Systemd macht, bevor er irgendwas tut, ist Desktop starten. Weil der Desktop braucht selbst zum Prüfen von Treiber, also der X-Server braucht da einige Zeit, um sich selbst einzurichten und zu starten. Der liest erstmal und rechnet dann. Danach starte ich den Network Manager, versuche möglichst schnell per DHCP eine IP-Adresse zu kriegen. Passiert auch asynchron. Wenn ich kein Netzwerk habe, habe ich keine Bootverzögerung. Was im Falle von Systemd, die jetzt sehr wichtig war, war von Journald den Speicher zu deaktivieren. Wenn Journald ein Journal schreibt, fängt er bei jedem Booten an zu prüfen, wie alt ist das Journal und macht Rollover. Wenn dieser Rollover passiert, habe ich auf der SD-Karte für rund 10 Sekunden volle Bandbreite belegt und mein System hängt. Da hatte ich dann teilweise Ausreißer bei den Bootzeiten, die dann in die 20, 30 Sekunden gingen, weil er einfach gewartet hat auf Journal.d. Den Storage zu deaktivieren ist ganz easy. Storage speichern an in der Journal.d.conf. Bringt ganz viel Leistung, wenn ihr es machen wollt mit eurem Systemd-System. Wenn ihr Journal.d nicht mögt, Storage deaktivieren, ihr habt kein Journal.d mehr. Das Ding läuft, verbraucht 200 Kilobyte Arbeitsspeicher und tut euch nicht weh. Als Desktop wird LXDE gestartet, in meinem Fall auch eine kleine Fehlermeldung. Ja, die ich jetzt auch habe, weil ich versuche, genauso schnell zu sein wie du, ja. Also die Fehlermeldung kommt zwar nicht, dass dieser LX-Polkit. Den kann man rausnehmen. Allerdings macht dann der Network Manager die Fehlermeldung, wenn man versucht, ein Netz zu konfigurieren. Gut, sehr schön.
Ja, kann man unter Gentoo eigentlich den Systemd komplett rausnehmen und stattdessen wieder Sys5 Init machen, oder ist es mittlerweile auch so wie bei Debian, dass man nicht mehr drum herum kommt? Der Default auf Gentoo ist nicht Systemd. Systemd ist eine Option. Man hat auch kein Systemd, man hat einen eigenen losgelösten UDEV-Daemon, den GUDEV, glaube ich, wird er genannt. Der wird standardmäßig installiert, Systemd ist optional. Standardmäßig startet Gentoo OpenRC. Das ist Sys5 ähnlich, meine ich. Ich habe damit nicht so viel gemacht. Also ich habe eigentlich alle meine Systeme auf Systemd umgestellt. Aber ja, es ist OpenRC, wäre Sys5 kompatibel, meine ich. Okay, ja, dann wäre das ja vielleicht sogar eine Option für Knoppix. Gut, wir machen mal weiter. Da ich schon am Trend bin, ja, zeige ich mal den Bootvorgang, wie man den in der seriellen Konsole beobachten kann. Ja, die jetzt hier in diesem noch weißen Fenster läuft. Jetzt muss ich den Strom konnektieren. Das kann ich entweder über das serielle Kabel machen, was ich leider gestern an den falschen Pin angeschlossen habe. Da ist schon mal ein Raspberry Pi draufgegangen. Also ein bisschen vorsichtig muss man schon sein. Der zweite wird auch gleich draufgehen. Das ist wohl meiner. So. Sie sehen nichts? Doch. Eigentlich sollten wir jetzt hier Kernelmeldungen sehen. Falls nicht, habe ich das schwarze Kabel an den Ericsson angeschlossen. Also er hat gebootet, hast du Ericsson T? Ja, ja, ja. Ich habe ein Kabel zu weit, aber zum Glück ist es das ungefährliche Kabel. Ja, der Monitor zeigt schon mal was. Ja, ja. Okay. Übrigens, da ich ja Reise-FS verwende, kann ich es einfach abziehen. Das ist ja Vorteil. Ja. So, neuer Versuch. Ein Hintergrundbild beim Desktop kostet auch beim Starten ungefähr 400 Millisekunden. Ja. Also wenn ihr schnell booten wollt, keine Hintergründe benutzen. Am besten auch den Computer danach nicht mehr benutzen, weil dann fängt er an, die Caches zu nutzen. Und dann. Ja. So, hier hinter dem Kernel, also der Kernel selber braucht für die Hardware-Erkennung, wenn man so will, für die Initialisieren der Treiber ungefähr 2,3 Sekunden. Das ist schon ganz gut. An der Stelle könnte ich eine Shell starten und losarbeiten, aber wir wollen in den grafischen Desktop gehen. Das Autoconfig-Skript, was wir vorhin gesehen haben, das läuft hier los. Leider muss ich auf die SD-Karte zugreifen. Und da anscheinend der Kernel schneller bootet, als die SD-Karte nachkommt, muss ich da tatsächlich warten. Es gibt keine andere Möglichkeit. Alle anderen Dinge, die ich ohne die SD-Karte machen kann, Optimierung von Proxys und ein paar Kernel-Parametern sind vorher schon gelaufen. Aber sobald ich die Daten brauche, um den XDE zu starten, muss ich auf die Multimedia-Karte warten. Ja, das ist für jedes Waiting for MMC Vergehen eine Viertelsekunde. Gut, UnitFS, SysConfig und Preload von Daten, 0 Sekunden, ist also leider unterhalb meiner Messgrenze. UDEV braucht eine Sekunde, bis er läuft. Debus braucht keine Zeit, der wird im Hintergrund gestartet. Also insgesamt vergehen dann nochmal eine Sekunde und wir sind jetzt bei 3,3 Sekunden. Ja, jetzt lasse ich die Ausgabe mal weiterlaufen. So, danach startet direkt der X-Server. Ja, der läuft jetzt hier schon und vielleicht sieht man den LXDE auch schon. Ja, beweist, dass er tatsächlich läuft. Keyboard. Ja, man sieht es vielleicht auf dem kleinen Monitor, dass sich hier eine Maus bewegt. Im Menü kann man dann was anklicken. Firefox und Co. habe ich installiert. Ja, also ist durchaus benutzbar. Der Network Manager wird, wie bei Sebastian auch, quasi im Hintergrund gestartet. Und damit ich so eine ungefähre Abschätzung habe, wie lange das jetzt gedauert hat, habe ich im Heimverzeichnis des Benutzers, der im Moment noch Pi heißt und nicht Knoppix, eine Datei totalboottime.txt gemessen vom Start des ersten Skripts bis zum Ende des letzten Skripts untergebracht. Ja. Ist leider nur auf eine Sekunde genau, aber das kriegt der Stopper auch nicht besser hin. Da steht jetzt 6 Sekunden. Das wäre besser als 7, aber das müssen wir natürlich, genau, der Kernel finden. Das heißt, mit dem Kernel zusammen haben wir 8,3 Sekunden. Wir können ja mal eine Stoppuhr laufen lassen, von reinstecken bis fertig. Ja, aber bis Kernel-Dekompression kommt. Nicht die Firmware. Das machst du wahrscheinlich bei dir auch nicht. Oder doch bis zum ersten Bild. Wir können natürlich beide. Machen wir beide das gleiche. Beide reinstecken.
dann haben wir ein besseres Signal. So, da ist meine Stoppuhr. Zurücksetzen. Gut. Ja. Sag an. Und? Ach so, gucken. Ich zieh nochmal aus. Ja. Sag an. Guck einfach auf den Monitor, ja? Ich vertraue dir, dass du filmst. Das sind 13 Sekunden. Ja, das stimmt. 13,15. Das stimmt. Bis zum Start des X-Servers bin ich noch bei 4 und dann schneller kann ich halt unter dir wieder nicht. Gut, jetzt bist du dran. Brauchst du serielle Kabel? Brauche ich eigentlich nicht. Oder wir tauschen nur die SD-Karte? Das wäre natürlich gut. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob bei mir die Anzeige, die Regenbogenanzeige da ist. Das müsste man dann schauen. Die kommt komischerweise, bevor eine Karte drin steckt bei diesem hier. Das ist aber der Zweier. Okay. Hoffe ich. Ansonsten ist jetzt ein Dreier. Steckt drin und Feuer. Nee, tatsächlich. Bei meinem. Also ich habe eine andere Firmware. Und ich habe aus Versehen nicht Stoppuhr gestoppt. Hey! 2 Sekunden. Moment, Passwort dasselbe wie immer oder soll ich ihn richtig runterfahren oder einfach abziehen? Einfach abziehen. Das ist okay. Nicht, dass er dann im Fallsystem-Check drin steckt. Das habe ich bei ReiseFS nicht. Okay, und. Ja. Mit den Desktop. Das sind 12,44, ganz wenig. Okay, also, ja. Ich denke aber schon, also bei dir ist der Start von X deutlich schneller und da wir ja gewettet haben, muss ich mich jetzt leider, deine SD-Karte steckt schon drin von meinem Raspberry Pi 3. Ich habe gesagt, der zweite geht auch noch blöden. Muss man halt neidlos zugestehen. Das Gehäuse behalte ich einfach. Ja, das kannst du. Geld. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir in eine interaktive Frage- und Antworten-Session über. Den gleichen Vortrag gibt es übrigens nochmal auf den Chemnitzer Linux-Tagen. Bist du da eigentlich auch? Ich bin Samstag. Nicht auf den Chemnitzer Linux-Tagen. Leider bin ich Lübecker und für mich ist das für so eine Veranstaltung dahin zu fahren, einfach ein Riesenaufwand. Und ich kann das hier mit der CeBIT machen, weil meine Eltern hier in der Nähe wohnen. Gut, ja, Fragen zum Thema Raspberry Pi, verschiedene Distributionen, Knoppix und Co. Was mich, wenn ich eine Frage stellen darf, sehr interessieren würde, wäre, gibt es dafür eigentlich tatsächlich Bedarf? Letztes Jahr hieß es ja, aber natürlich wollen immer alle erstmal was haben, wenn es neu ist. Die Frage ist, wie sich dann weiterentwickelt mit der Maintenance. Wenn ich das auf Gentoo basieren lassen würde, müsste man es wohl jedes Mal neu bauen, wenn ein neues Release rauskommt oder einzelne Pakete. Also man kann, würde man das auf Gentoo basieren, könnte man sich RootFS bereit machen und das im Grunde immer updaten. Gentoo ist relativ update-freundlich. Man kann auch partielle Upgrades machen, man kann ganz bestimmte Paketversionen in Gentoo auch problemlos erzwingen und kann die über Jahre hinweg halten. Solange sie nicht komplett inkompatibel zur restlichen Software werden, werden sie auch weiter kompilieren. Gentoo wäre aber keine wirklich gute Wahl für einen Pi. Beispielsweise ist es mir quasi unmöglich gewesen, in Firefox zu kompilieren. Firefox braucht beim Kompilieren einfach mehr Arbeitsspeicher, als ich jemals auf diesem Raspberry Pi bereitstellen könnte. Ich könnte natürlich jetzt einen 16 GB USB-Stick ranstecken. Könntest du auskompilieren? Ja, könnte ich tun. Das ist aber bei Gentoo-Paketen an sich eine relativ schwierige Sache. Es gibt Binärpakete auf Gentoo. Das Problem ist nur, die werden nicht für die ARM-Architektur gebaut. Genauso gibt es kein LibreOffice, weil es zu groß ist. Also nur alles, was irgendwie umfangreicher ist, kriegt man nicht. Also das heißt, langfristig wäre es doch besser, bei Debian zu bleiben, obwohl ich jetzt eine Sekunde langsamer war? Ja.
Also rein technisch ist es ist ein Proof of Concept. Ja. Ich bin Gentoo-User, ich mag Gentoo, ich würde jedem empfehlen, Gentoo zu nutzen. Also, wenn ihr Gentoo nutzen wollt, probiert es aus. Ihr werdet ganz schnell wieder zu Debian wechseln. Okay, Fragen von Ihrer Seite bitte. Haben wir ein Mikrofon? Ah, passt schon. Okay. Wo war die Frage? Noch? Gab es keine. Achso, es gab keine. Vielleicht möchte jemand. Ja, bitte. Matthias, der hatte Einfluss auf die Geschwindigkeit beim Booten. Macht es Sinn, spezielle SD-Karten zu verwenden, damit der Bootvorgang schneller geht? Bin ich wieder da? Jetzt bin ich wieder da. Es macht Unterschiede. Wenn man große SD-Karten nimmt, hat man da einen Controller drin, der Wire-Leveling betreibt, um einfach zu verhindern, dass die SD-Karte punktuell abgenutzt wird. Kleine SD-Karten sind in der Theorie schneller. Genauso gibt es die verschiedenen SD-Kartenklassen, Class 4, Class 10. Class 4 sind langsam, das sind wirklich Krücken. Da kriegt man in der Spitze 3-4 Megabyte die Sekunde raus, aber sie sind halt sehr günstig in der Anschaffung. Class 10 sollten 35 Megabyte die Sekunde ungefähr schaffen. Und es gilt halt, kleine SD-Karten sind schneller, aber irgendwann macht das keinen Sinn mehr. 8 GB ist so grob das Schnellste, was man kriegen kann. Ja. Stimmt, also es macht nicht so viel aus wie Optimieren von Startreihenfolgen. Ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, mal so eine ganz schnelle anzuschaffen, diese wahnsinnig teuren Foto-, Video-, irgendwas Karten. Es macht letztendlich nicht allzu viel Sinn, weil durch den Bus nicht so viel Daten durchgehen. Also bei 35 MB pro Sekunde mehr will der Raspi dann auch nicht mehr lesen und schreiben. Und da kann die Karte dann so schnell sein, wie sie will. Manchmal gibt es sogar Schreibfehler bei zu schnellen Karten, weil der Raspi nicht mit einer Antwort rechnet in der kurzen Zeit, die die Karte fürs tatsächliche Schreiben braucht. Also ich hatte auch schon Class 6 Karten, die waren schneller als Class 10 Karten. Die wir jetzt genommen haben, sind so Standard 8 und 32 GB Karten. Ich habe hier eine 8 GB Verbatim Karte Class 10. Ja. Die gibt es für 6 Euro das Stück auf Amazon. Ja. Was einen Unterschied macht, ist das Lesen des komprimierten Dateisystems. Wenn ich das am Stück lese, von vorne nach hinten, dann ist er etwa 20% schneller, wenn die Daten komprimiert gespeichert sind, als wenn sie unkomprimiert gespeichert sind. Was halt dann doch sehr reingehauen hat, war das Wechseln zwischen verschiedenen Blöcken, weil er dann immer mehr lesen muss, als er im Moment tatsächlich von einer Datei haben will. Da hätte man vielleicht noch tricksen können mit kleineren Blockgrößen beim Komprimieren. Ja, aber soweit bin ich noch nicht. Bis Samstag habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Vielleicht habe ich bis dahin noch ein paar Ideen, wie man es noch schneller machen kann. Und dann würde ich die Kompression auch regelmäßig verwenden. Wir haben hier noch eine weitere Frage. Bitte schön. Das gleiche nochmal im Prinzip, aber dabei ist das erzählt. Hier geht es mir um das Schreiben. Das heißt, wenn du jetzt bewusst ein Schreibcache eventuell benutzen würdest, das Schreiben irgendwie noch optimieren möchtest, dann denke ich gerade bei SDAC-Karten, da habe ich zwar im Lesebereich meistens wenig Optimierungspotenzial, weil der Bus sehr langsam ist, aber selbst eine Class-10-Karte teilweise nur 4-5 Megabyte pro Sekunde schreiben kann. Wenn ich Glück habe, auch weniger, könnte man da wahrscheinlich eine Menge rauskitzeln, gerade wenn ich direkt schreibe. Also zu den absoluten Schreibzahlen kann ich jetzt nichts sagen, weil es wurde einfach fast gar nicht auf meine SD-Karte geschrieben. Ich habe quasi alles entfernt, was in irgendeiner Art und Weise schreiben könnte, weil es eben Zeit kostet. Ich habe zeitweise sogar meine Benutzerdaten und temporären Verzeichnissen laufen lassen, einfach weil es schneller ist. Bezogen auf das schnelle Booten macht es Sinn, wenn man die Schreibzyklen reduziert. Man kann bei EXT2 die Endtime, glaube ich, setzen in Sekunden und das sagt einfach, in welchen Abständen er die Daten, die in den Caches liegen, auf die Festplatte schreibt. Wenn man das erhöht. Das ist aber nicht X2 spezifisch. Das ist dieser Parameter da mit dem Dirty Write Back Sentix. Damit kannst du zum Beispiel jetzt alle 5 Minuten einmal schreiben. Ach, das kann ich noch. Das geht, ja. Das kannst du auch auf ganz hoch setzen. Dann schreibt er nie, außer wenn er den Speicherwert freigeben muss. Das Problem ist, dann sammeln sich Megabyte, Gigabyteweise Daten im Hauptspeicher an. Irgendwann muss er dann schreiben, um den Speicher freizukriegen. Und dann hat man eine Latenz von unter Umständen mehreren Minuten, in der man mit der SD-Karte gar nicht mehr arbeiten kann. Da gibt es also auch Gegenstudien, die sagen, ich muss möglichst schnell und wenig schreiben. Dadurch wird das System flüssiger, weil dann hat er zwischen den Schreibvorgängen immer noch genug Zeit zum Lesen. Also auch da kann man wieder sehr viel optimieren. Und dann gibt es auch Karten, die blockieren komplett beim Schreiben.
Und es gibt welche, die haben noch einen internen Cache, der noch das Lesen erlaubt, während die Karte schreibt. Ja, also da gibt es durchaus Unterschiede. Aber die modernen Karten, alles was neuer ist als ein Jahr, die sollten unproblematisch sein, was das Blockieren angeht. So, wir hätten noch Zeit für ein bis zwei Fragen. Gibt es schon so eine knoppifizierte Version als Image? Im Moment nur das, was in meinem ehemaligen Raspberry Pi drin war. Und wenn ich es veröffentliche, möchte ich es halt gern so haben, dass man aus einem Raspbian mit ein paar Skripten leichten Knoppix machen kann. Kernel-Patch, Kernel durchkompilieren mit C-Loop, AUFS und Z-Rem. Die Sachen habe ich alle schon fertig. Im Moment ist es halt wirklich so gewesen, damit ich wenigstens nicht ganz peinlich aussehe bei seiner Geschwindigkeit, habe ich sehr viel dran optimiert, was eher Hacks sind und die sollen auch wieder raus. Das System soll sich also wie ein normales Debian verhalten, mit Network Manager gut konfigurierbar sein. Das wird also noch ein Weilchen dauern. Und da ist dann halt die Frage, wie machen wir das dann langfristig? Weil eine Knoppix für AMD Intel parallel zu einer ARM-Version zu maintainen, das schaffe ich wahrscheinlich zeitlich gar nicht. Also müssen wir vielleicht ein Kickstarter-Projekt machen, wo sich ein paar Leute, die sich mit Debian und Raspberry Pi auskennen, anschließen, die das dann langfristig weiter betreuen, wenn man mal eine Version released hat, die gut ist und die dann stetig abgedatet werden muss. Ja, wäre vielleicht ein Geschäftsfeld. Wer sich dafür interessiert, kann sich gerne melden und das dann übernehmen. Ja, ich kann nicht alles selber machen, aber eine Version, die gut funktioniert, würde ich schon ganz gerne zum Download anbieten. Wer ein Mirror betreibt und genügend Bandbreite hat, kann sich gerne zur Verfügung stellen. Dann tun wir das Image da drauf und man kann sich dann flashen, so wie das bei den Raspbian und den anderen Images der Fall ist. Ja, also ich denke mal, es dauert noch ein, zwei Monate, dann haben wir eine Version, die sauber ist und sich auch leicht aus Raspbian upgraden lässt. Noch eine letzte Frage an Klaus Kramer. Oder an mich. Ich stehe hier auch noch an. Ja, nein, vielleicht. Niemand? Da. Die Folien, ja. Wo es die Folien gibt. Also bei mir. Ich würde sagen, wenn die offizielle Release draußen ist, die erste, auf der vielleicht weitere folgen, dann würde ich die Folien dazulegen. Wenn Sie es sehr eilig haben, schreiben Sie mich an, frühestens bitte zwei Wochen nach der CeBIT. Dann kann ich Ihnen die Folien auch zuschicken. Ja, die sind aus einem etwas längeren Kurs gewesen, wo wir viel mit Raspberry Pi gemacht haben. Da sind viele Optimierungstricks drin, die nicht unbedingt alle was mit Knoppix zu tun haben. Ist also ein recht umfangreiches Dokument und das ja gerne auf Anfrage per Mail oder später auch online. Klaus, wenn du uns Folien schickst, dann stellen wir die auf zwagazin.de. Oder so, genau. Linux-magazin.de, wir hängen auch eine Newsmeldung. Wir werden die ganzen Folien abfragen bei den Referenten, sehen nicht alle ihre Folien zur Verfügung stellen, aber wir werden zu allen Vorträgen des Forums jetzt dann Folien geben. Wir werden eine Newsmeldung machen auf der Hauptseite, dass sie die gut finden können. Voraussichtlich Ende nächster Woche. Das ist schneller als bei mir, ja. Gut. Ja, das Image für das schnellbootende Gentoo kann man bei mir auch bekommen. Wenn Sie eine SD-Karte dabei haben, kann ich das auch direkt auf eine SD-Karte spielen. Kann nur ein bisschen dauern, das ist 8 GB groß. Ich werde es auch zum Download bereitstellen. Ich weiß noch nicht wo, vielleicht kann Klaus das oder so, dann werde ich die Kontakte, um es zu verbreiten. Schauen wir mal, vielleicht finden wir einen gemeinsamen Hoster für ein Gentoo und Knoppix-Image. Ich kann das problemlos hosten. Ich habe Bandbreite und Traffic in Monat ohne Ende. Nein, dann hoste ich mein Image bei dir, oder? Ja. Ja, gut. Also solange nicht jetzt 10.000 Leute das runterladen und dann irgendwie mehr als, ich sag mal, 60 Terabyte durchgehen. Bei Knoppix sind es 23.000 Downloads pro Tag. Autsch! Was die alle mit den DVDs machen, weiß ich natürlich nicht. Vielleicht sind das nur Test-Downloads, um die Bandbreite zu testen. Offizielle Empfehlung der großen Provider: laden Sie sich die Knoppix-DVD runter und messen Sie die Zeit. Ja. So kann man Bandbreite verschwenden. Ja, vielleicht wird der Andrang nicht so groß wie die Raspberry Pi Version. Man könnte es ausprobieren. Gut. Gut.
Wir wollten noch auf das Magazin hinweisen, was es hier häufig zu erwerben gibt mit der AMD Intel Knoppix drauf, zum Messepreis von 5 € statt 8,50 € am Stand B1 hier vorne. Zum Download gibt es wieder eine Knoppix, ich denke mal frühestens in 2 Monaten. Ja, ich muss mich ein bisschen erholen von der Cebit und habe noch ein paar andere Konferenzen zu besuchen und die Zeit müssen sie mir dann schon geben. Ja? Und hier auf der Messerelease sind halt auch ein paar Specials drauf, worüber ich dann morgen wieder etwas in dem Knoppix-Vortrag hier in der Halle 3 erzählen werde und würde mich freuen, Sie dann auch wiederzusehen. Vielen Dank, Klaus Knopper und Sebastian.